Heute geht es um meine Alltagströster, da werde ich euch ein paar vorstellen und ich werde euch erklären, wie man in der Fastenzeit so richtig fett werden kann. Bleibt dran! Liebe Livi-Familie, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem 41. Impuls der Woche. Super, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr gemeinsam mit mir auf einer Reise unterwegs seid. Ich habe uns heute etwas mitgebracht. Ich habe ein paar meiner, nicht alle, aber ein paar meiner Alltagströster mitgebracht. Alltagströster, das sind Dinge, Substanzen, was auch immer, die mir ein bisschen Freude bereiten im Alltag und die mir helfen, auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten, die mir so kleine Highlights schenken am Tag oder auch am Wochenende. Ich zeige euch mal, was ich da dabei habe. Zum Beispiel, so beginnt ja in der Regel auch mein Tag ein Kaffee. Es ist einfach wunderbar, aufzustehen im Wissen, ich darf und werde nachher einen Kaffee genießen. Das ist eine große Freude für mich. Oder, das genieße ich auch sehr, eine Schokolade zu essen, das ist sogar Schokoladeneis, eine Schokolade nach dem Mittagessen, da freue ich mich immer drauf, wenn ich dann zu Hause bin in der Mittagspause, denke, ah, jetzt noch ein kleines bisschen Schokolade genießen. Die Softdrinks gehören da auch dazu, da halte ich mich ein bisschen zurück. Könnte ich aber auch mehr trinken, wenn ich mich nicht zügeln würde. Am Wochenende gönne ich mir auch sehr gerne ein Feierabendbier, belohne mich für die schöne Woche oder auch die schwierige Woche, dass ich durchgehalten habe oder was ich was geschafft habe. Und ganz offen gesagt, mein gutes Handy gehört auch dazu. Auch das ist so eine kleine Ablenkung zwischendurch. Mal was geht auf den sozialen Netzwerken, was passiert bei YouTube, vielleicht auch mal ein kleines Spiel spielen. Das sind auch so Momente, einfach mal nichts denken, nichts tun müssen, mich einfach ablenken. Das sind meine Alltagströster und da gibt's noch viel, viel mehr, keine Frage. Und ihr seht schon, ich bin ein sinnlicher Mensch. Also ich bin da sehr offen und sehr empfänglich für solche Dinge. Manche schütteln vielleicht den Kopf und sagen, na ja, bei mir ist das anders. Ich glaube schlussendlich aber trotzdem, dass jeder von uns Dinge hat oder Handlungen oder vielleicht kann es auch Sport sein beim einen oder anderen oder andere Dinge, die uns Freude machen, mit denen wir uns stärken, mit denen wir uns belohnen, die uns auch helfen, gerade in so schwierigen Zeiten durchzuhalten. Aber wie bei allem ist natürlich hier auch die Kunst, gut damit umzugehen. Es ist die Kunst, auch Maß zu halten. So, und jetzt kommen wir ein bisschen zum schwierigeren Teil, zumindest für mich. Nächste Woche beginnt die Fastenzeit. Fastenzeit 2021. Ja, Fastenzeit, Fastenzeit. Woher kommt es? Wer sagt es nun? Die Zeit vor Ostern, und Ostern hängt ja am jüdischen Passafest. Die Zeit vor Ostern ist im Kirchenjahr, den letzten Jahrhunderten immer schon die Fastenzeit gewesen. Also die Christen bereiten sich auf dieses wunderbare, spektakuläre Osterfest, das Fest des Lebens und der Auferstehung von Jesus, dadurch vor, dass sie fasten, dass sie verzichten, zum Beispiel auf Essen oder auf ein paar oder auf nur einen Alltagströster, dass sie Dinge weglassen in ihrem Leben und sich in dieser Zeit neu auf Gott ausrichten, umkehren, Buße tun, in sich gehen, über ihr Leben nachdenken. Und kann man jetzt sagen, ist schon eine alte Tradition, brauchst du es? Brauchst du es überhaupt noch? Ich würde sagen, ja, das brauchst du. Und vielleicht gerade in unserer Zeit, in einer Zeit des überbordenden Konsums, in einer Zeit des Überflusses, in einer Zeit, wo wir so viel haben, in der ich mir erlauben kann, 3 Kaffees, 4 frisch gebrühte Kaffees zu trinken an einem Tag, in der es Schokolade gibt und sonstiges was im Überfluss. Ich glaube, gerade in so einer Zeit brauchst du die Fastenzeit. Eine Zeit, in der ich bewusst verzichte, aussteige, mein Leben neu sortiere. Dass es gut für den Körper ist, das wissen wir inzwischen. Wir haben ja in Überlingen eine Fastenklinik, aber die gibt es ja sonst auch überall. Wir wissen, es tut uns auch gut, ab und zu uns rauszunehmen. Also es hat auch einen medizinischen Effekt. Allerdings bin ich jetzt keiner, der sagt, wir müssen fasten wegen unserem Körper, sondern ich bin getrieben von unserem inneren Menschen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es gut ist für unseren inneren Menschen, regelmäßig solche Zeiten des Verzichts und des Fastens einzubauen.
die gehören dazu. Dann ist das Osterfest im Anschluss natürlich noch umso schöner. Und wir haben auch ein Vorbild, was das Fasten anbelangt, und das ist Jesus selber. Jesus selber fastet direkt nach seiner Taufe. Matthäus Evangelium, also der Matthäus, der Zöllner, hat ja den Bericht über das Leben von Jesus aufgeschrieben. Und dann hat er aufgeschrieben, Jesus, er wurde getauft, war natürlich auch schon ein Mordspektakel. Und nach dieser Taufe geht Jesus in die Wüste, zieht sich zurück, um zu fasten. 40 Tage und Nächte. 40 Tage, so lang dauert auch die Fastenzeit im Kirchenjahr. Da nimmt man die Sonntage nicht dazu und dann kommt man ungefähr von Aschermittwoch bis Ostersonntag dahin. Also das ist die Anlehnung. Wir machen das, weil unser Vorbild, weil der, dem wir nachfolgen, Jesus auch gefastet hat und sich so auf seinen Dienst vorbereitet hat. Und Jesus fastet, ist da in der Wüste 40 Tage lang und das war natürlich ein konsequentes Fasten. Er hat komplett verzichtet auf Nahrung und auf Essen. Und am Ende dieser 40 Tage, da hat er natürlich Hunger und da sieht jeder Stein wie ein Brötchen aus oder wie ein Brot. Da sieht überhaupt so eine Geröllwüste aus wie ein Bäckerladen. Und in dem Moment, da kommt der Satanos, der Teufel zu Jesus, will ihn verführen, will ihn dazu bringen, seine Macht für sich auszunutzen und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, ja, dann mach doch diese Steine da, dann mach die doch zu Brot. Und was antwortet Jesus? Jesus zitiert aus dem Alten Testament. Er hatte die Schriften inwendig verinnerlicht aus der Tora, aus dem 5. Buch Mose und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus Gottes Mund oder das aus dem Munde Gottes geht. Also Jesus versteht diese Fastenzeit als eine Zeit der Stärkung. Und zwar eine Zeit der Stärkung des inneren Menschen. Ja, der Mensch lebt vom Brot, der braucht Brot, wir brauchen Essen, Trinken und ich bin auch der Überzeugung, dass wir die kleinen Freuden brauchen. Wir können nicht so leben, dass wir sämtliche Freuden aus unserem Leben ausradieren, dann nimmt es seinen Weg wie so ein Schwelbrand unter den Teppich und dann holen wir uns die Freude auf andere Art und Weise, die vielleicht nicht ganz so hilfreich ist. Wir brauchen das, wir brauchen auch, dass wir uns belohnen, dass wir uns was Gutes tun, aber eben nicht im Übermaß und es gibt auch Zeiten, da brauchen wir es nicht, da sollten wir auch in der Lage sein, darauf zu verzichten. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das heißt, er braucht das Brot, aber eben nicht nur das Brot, sondern was braucht der Mensch auch? Und das ist dann der zweite Teil dieses Verses, sondern er lebt von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt oder aus dem Munde Gottes geht. Das ist unsere Nahrung, unsere geistliche, spirituelle Nahrung, das ist unsere Nahrung für den inneren Menschen, Gottes Wort. Das nährt unsere Seele, das nährt unseren inneren Menschen. Und für Jesus war klar, wenn ich faste, verzichte ich auf die Nahrung für den äußeren Menschen, aber natürlich nicht auf die Nahrung für den inneren Menschen. Und wenn ich mein Menü anschaue, ein Alltagstrost, Trösterlein und was ich überhaupt so alles zu mir nehme, an Konsum, und ich rede jetzt hier nicht nur von Essen und Trinken, auch von Medien oder sonst was ich alles tue, um mich abzulenken, um mir ein gutes Gefühl zu geben, da ist ganz viel auf der Ebene des äußeren Menschen. Und das ist ja gut, das sind Geschenke Gottes. Und ich liebe das, ich bin ein sinnlicher Mensch, ich habe es schon gesagt. Und das macht mir eine große Freude. Bei anderen ist es vielleicht das schöne Auto oder was weiß ich, die Reisen oder sonst irgendwas. Das sind alles wunderbare Sachen. Aber Jesus sagt, wir können uns und sollten uns nicht nur ausschließlich auf unseren äußeren Menschen fixieren und konzentrieren. Und wir investieren ja jeden Tag sehr viel Zeit in Essen, Trinken und Vergnügungen. Und Jesus sagt, nein, der innere Mensch braucht auch Nahrung. Der innere Mensch braucht auch etwas, wovon er zehren und leben kann. Und so wie ich Jesus hier verstehe, heißt das, dass Fasten nicht primär Verzicht bedeutet. Natürlich ist Fasten verzichtend. Ich habe in den letzten Jahren immer auf Kaffee verzichtet in der Fastenzeit. Das war eine besondere Herausforderung. Da war dann eine Leerstelle. Und ich denke immer, muss das jetzt sein? Und am liebsten würde ich diese Zeit überspringen. Und ich weiß trotzdem, dass es mir so gut tut. Denn das schafft Leerräume, das Fasten. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, man sollte auf alles verzichten. Wenn es zu radikal wird, dann funktioniert es in der Regel nicht oder dann stimmt was nicht. Aber zu sagen, okay, ich nehme jetzt den ein oder anderen Alltagströster und entferne ihn, wie jetzt zum Beispiel den Kaffee morgens. Ich schaffe einen Leerraum in meinem Leben.
und der Leerraum kommt, wenn ich morgens aufstehe und denke, oh, jetzt hätte ich gerne einen Kaffee. Und ich fülle diesen Leerraum mit Nahrung für den inneren Menschen, indem ich zum Beispiel ein gutes geistliches Buch lese. Oder indem ich, der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes, etwas in der Bibel lese oder bewege oder meditiere. Oder indem ich, Thomas hat ja letzten beim letzten Impuls der Woche ein schönes Gebet uns mitgegeben, indem ich so ein Gebet bewege. Dann kaue ich und ernähre ich den inneren Menschen. Ja, es ist Verzicht für den äußeren, aber es ist eine Wohltat für den inneren Menschen. Und der innere Mensch wird gestärkt und er wird genährt dadurch. Und mein Plädoyer heute ist meine Einladung, dass wir im Fasten nicht nur das Verzichten begreifen. Ja, es ist Verzicht, aber es ist noch viel mehr. Es ist eine Neuausrichtung, es ist eine Neusortierung, es ist ein Neusetzen von Prioritäten im Alltag. Gott mehr Raum geben, die Nahrung für den inneren Menschen stärker in unseren Fokus rücken. Also man kann natürlich auch auf die Süßigkeit nach dem Mittagessen verzichten und sie durch eine kleine Zeit der Stille oder ein Lied zum Beispiel gesungen in der stillen Kammer ersetzen. Ich habe hier das neue Liederbuch der Landesgartenschau. Lauter schöne geistliche Lieder könnt ihr gerne bei mir haben. Wenn ihr eins haben wollt, meldet euch bitte gerne. Und ich singe ein Lied und preise Gott, gebe ihm so die Ehre und stärke so meinen inneren Menschen. Das ist meine Einladung. Verzicht auf der einen Seite Nahrung für den äußeren Menschen, ja, da verzichte ich und schaffe dadurch Leerräume, zum Beispiel auch durch Medienverzicht, kein YouTube außer am Sonntagmorgen beim Livestream und am Mittwoch beim Impuls der Woche, aber sonst verzichte ich mal auf YouTube oder Instagram oder Facebook oder was auch immer und diesen Leerraum, der da entsteht und der natürlich auch unangenehm ist, den ich auch erstmal aushalten muss, den fülle ich wieder neu, den fülle ich mit Nahrung für den inneren Menschen. Das ist meine Challenge, meine Herausforderung für uns jetzt für die Fastenzeit, die in ein paar Tagen nach Aschermittwoch beginnt, aus dieser Zeit eine Zeit zu machen, die uns so richtig nährt, die uns am inneren Menschen so richtig fett macht, die uns am inneren Menschen so richtig wachsen lässt, weil wir so gut genährt nachher dann auch in dieses Osterfest gehen, weil wir uns von jedem Wort aus Gottes Mund richtig voll gegessen haben und am inneren Menschen so richtig satt sind. Und es wird uns dann leicht fallen, auch wieder den äußeren Menschen gut zu versorgen. Es wird eine große Freude sein und der Lobpreis liegt dann ganz nahe für die wunderbaren Gaben, die Gott uns reich geschenkt hat. In diesem Sinn wünsche ich euch gutes Überlegen, Nachdenken über die Fastenzeit, Entscheidungen treffen, wünsche euch Gottes Segen und eine richtig, 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 richtig erfüllende Fastenzeit.